Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Unsere Elf ist heute in den Hochwald zu dem FC Nusswendel-Wadern gereist, wo man im Halbfinale des Saarland-Pokals antritt. 7:0 hieß es dann letztendlich und unsere Elf zieht verdient ins Pokalfinale ein, wo man auf den ersten FC Saarbrücken trifft. Julian Schild hat die Stimmen zum Spiel zusammengefasst. Ja, Herr Seitz, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Pflichtaufgabe ist somit erfüllt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spielverlauf? Ja, eigentlich sehr zufrieden. Ja, man weiß ja trotzdem, wie schwer das es immer ist, auch wenn er von der Papier vom her meint, ja, das wird ein einfaches Spiel, es war ein Halbfinale. Und deswegen bin ich sehr zufrieden, weil wir in der Halbzeit die Sache schon klar hatten und mit 7:0 denke ich auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ja, in der letzten Saison hatte man ja den Nachteil, dass man innerhalb von wenigen Tagen Pokal und Relegation hatte. Ist das jetzt ein Vorteil, dass man diese Saison diese Doppelbelastung, auch wenn man sie natürlich gerne hätte, nicht hat? Ja, die Doppelbelastung ist ja nicht so schlimm, sondern der Kopf. Ja. Man weiß, man spielt ein ganzes Jahr und will aufsteigen und dann hast du 3 Tage vorher so ein Finale und musst aber dann in den nächsten Tagen funktionieren. Ja. Jetzt ist es umgekehrt, vorher letztes Jahr was andersrum. Ja, für uns wird es, ich sage mal, ein kleiner Vorteil sein, weil es für uns das Highlight ist und wir können mal alles raushauen. Saarbrücken weiß, dass es nochmal weitergeht danach, könnte vielleicht ein kleiner Vorteil für uns sein. Ja, dann sind ja auch in den vergangenen Wochen einige Jugendspieler aus der U21 in den Profikader berufen worden, beziehungsweise haben Profiverträge bekommen. Was erwartet man sich von diesen Spielern in der nächsten Spielzeit? Ja, die müssen lernen. Ne? Wir geben ihnen vom Verein her die Chance, dass sie hier einfach mal, nachdem wir durchgelassen haben, vom unteren Bereich bis zum oberen Bereich, dass sie sich zeigen können. Sie haben anderes Training, sie haben bessere Mitspieler und der eine oder andere muss sich entwickeln. Und wenn sie sich gut entwickeln, können sie auch zum Stammspieler werden. Und das sollte auch jeder Verein, sagen wir mal, als Ziel haben. Und darum freue ich mich, dass wir hier im eigenen Stall ein paar gute Jungs haben, die hoffentlich ihren Weg machen. Und dann noch ein kurzer Ausblick auf Samstag. Da kommt mit Mainz eine gute junge Mannschaft. Was erwartet die Fans gegen Mainz? Ja, es ist ähnlich wie gegen Freiburg. Es ist eine U-Mannschaft, die wahnsinnig gute und viele Talente immer wieder herausbringt. Einige werden wir wieder ein paar Jahre später in der Bundesliga sehen. Ja, es wird wieder ein intensives Spiel werden, weil die Jungs gehen immer Gas. Die jungen Kerle, da kann man nicht verschnaufen. Und ich hoffe trotzdem, dass wir am Samstag einen Heimsieg landen werden. Alles klar, vielen Dank. Ja, Benno, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Im Viertelfinale musste man ja wetterbedingt hier noch auf dem Haarblatt spielen. Wart ihr erleichtert, dass dieses Schicksal an euch vorbeiging? Ja, ich denke schon. Also für uns war es auf jeden Fall besser. Ich hätte zwar auch ganz gern einmal auf Asche gespielt. Ich glaube, das kann schon ganz witzig sein. Aber der Platz hier kam uns zugute. Rasenplatz, es war ein Riesenplatz und da haben wir es auch gut gelöst. Ja, die Pflichtaufgabe Finaleinzug ist somit erfüllt. Wie wichtig ist das denn jetzt für dich und auch für die Mannschaft? Ja, sehr wichtig. Das war ganz klar unser Ziel, das Ding hier zu gewinnen und auch den Pokal zu gewinnen. Und dafür müssen wir Schritt für Schritt erstmal machen. Und dann sind wir glücklich, dass wir das relativ souverän jetzt in den Spielen gemacht haben. Und jetzt haben wir das Spiel, was wir wollen. Und dann können wir zeigen, was wir können. Und ja, wird ein cooles Finale. Ja, du hast es schon angesprochen. Ihr spielt gegen den ersten FC Saarbrücken, gegen den man in der Saison zwar nicht gewonnen, aber auch nicht verloren hat. Welche Chancen rechnet ihr euch dann aus? Relativ gute. Also Saarbrücken ist natürlich bärenstark diese Saison, aber die sind in derselben Liga wie wir. Von daher ist jedes Spiel, hat man auch bei uns in den Spielen gesehen, ein Sieg drin. Und ich denke mal, sie werden ähnlich wie die SVE letztes Jahr auch nicht so genau wissen, wie sie da agieren soll, wie sie aufstellen sollen. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir da das Ding gewinnen können. Alles klar, vielen Dank. Ja, Geto, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie wichtig ist gerade bei so einem Spiel gegen einen unterklassigen Gegner auch ein frühes Tor, um Ruhe reinzubringen? Ja, muss man das Spiel ernst nehmen. Wir müssen dann direkt ins Spiel kommen, konzentriert spielen, einfach spielen und früh wie möglich ein Tor machen, dass die dann nicht mehr oder weniger Hoffnung haben. Und das haben wir heute gemacht. Und wir haben schnell das Spiel auf unsere Seite gebracht und ja, wir sind im Finale. Das ist sehr wichtig für uns. Ja, der Sieg war ja auch zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Spielplan, ist der so aufgegangen, wie man es vorhatte, oder gab es dann doch auch bei so einem Gegner auch Überraschungen? Nee, wir haben gespielt, wie wir uns vorgehalten hatten und der Spiel ist wie nach Plan gelaufen. Ja. Von daher sind wir zufrieden.
Am Samstag kommt mit der zweiten Mannschaft von Mainz ja ein etwas anderes Kaliber wieder. Wie schwer fällt da die Umstellung zu so einem Spiel? War ganz einfach, normal. Wir wissen, dass es ein anderes Spiel wird, sein wird. Und wir haben auch gerade einen neuen Trainer, also der alte Trainer, weggeschmissen. Und ja, von daher wird es vielleicht ein bisschen schwierig, uns auf der Gegner vorzubereiten, weil wir wissen nicht genau, wie die spielen werden. Aber ja, im Vergleich wie heute, wie gesagt, ein anderes Spiel und wir freuen uns darüber. Alles klar, vielen Dank.